Unkompliziert. Unkompliziert zu sein heißt, Dinge nicht zu tragisch zu nehmen, immer wieder neuen Enthusiasmus zu haben, Dinge zu vereinfachen. Ein unkomplizierter Mensch ist einer, der Dinge nicht krumm nimmt. Ein unkomplizierter Mensch hat keine Probleme damit, wenn du mal irgendwo etwas nicht richtig gemacht hast. Es gibt die komplizierteren Menschen, die ständig irgendwelche Erwartungen haben. Und wenn du sie nicht erfüllst, sind sie dir böse. Und wenn du irgendwo entweder zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise warst oder Dinge nicht richtig beachtet hast, äußerst schwierig. Ein unkomplizierter Mensch, mit ihm ist es leicht, zusammenzuarbeiten. Auch das Leben kann man manchmal etwas vereinfachen. Aber so unkompliziert ist die Welt auch nicht. Einerseits ist es gut, freundlich mit Menschen zu sein, andererseits ist es auch wichtig, seine Bedürfnisse kundzutun, andererseits ist es wichtig, nicht egoistisch zu sein, dem durchaus für andere da zu sein. Dann gilt es aber auch, sich nicht ausnutzen zu lassen. Es gilt, authentisch zu sein, aber den anderen nicht zu verletzen, wahrhaftig zu sein, aber nicht bösartig. Es ist wichtig, sich durchzusetzen, aber auch sich nachzugeben. Die Welt ist nicht so unkompliziert, wie man es denkt. Einerseits gilt es, natürlich zu leben, andererseits, was heißt natürlich? Einerseits könnte man sagen, zu viel Handy ist nicht gut, andererseits, deshalb hörst du vielleicht diesen Vortrag. Einerseits, es ist alles nicht so einfach. Und manchmal, wenn du die Dinge etwas vereinfachst und es unkomplizierter siehst, weißt du, dass es eigentlich komplizierter ist. Deshalb haben es manchmal intelligente Menschen etwas schwieriger. Es fällt ihnen nicht so leicht, die Dinge zu vereinfachen. Menschen, die vielleicht einen beschränkteren Geist haben, kommen manchmal besser an. Sie können klarer formulieren. Oder Menschen, die ein gewisses Alter haben plus Intelligenz, die sehen so vieles. Die Welt ist dann nicht mehr so unkompliziert. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen hatte mit Yoga, war es irgendwo einfach. Gottverwirklichung gilt zu erreichen, man muss einem Meister folgen, der Meister sagt das und das, das muss man üben und dann wird man sich der Selbstverwirklichung nähern. Und wenn es Hindernisse gibt, fragt man eben der Meister, der gibt ein paar Tipps und dann übt man das, setzt um, fertig, gut, voran, toll. Irgendwann habe ich festgestellt, so unkompliziert ist es nicht. Der spirituelle Weg ist voller Abzweigungen, voller Kurven, voller Höhen und voller Tiefen. Und was in der einen Situation gilt, gilt in der anderen nicht. Was vorher hilfreich war, ist jetzt nicht hilfreich. Menschen sind nicht so einfach, der Weg ist nicht so einfach. Wahrscheinlich, wenn man tiefer denkt, weiter denkt, wird die Welt etwas komplizierter. Da muss man nur aufpassen, dass man sich's nicht zu kompliziert macht. Es gilt immer wieder zu vereinfachen und immer wieder unkompliziert zu sein. Gerade vor dem Hintergrund der Komplexität der Welt braucht es Komplexitätsreduktion. Ja, das war jetzt ein kurzer Vortrag über ein kompliziertes Thema, aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich kann es auch nicht unkompliziert machen. Vielleicht magst du noch etwas ergänzen in den Kommentaren oder teile es in deinem sozialen Netzwerk und schreib dann deine Gedanken dazu. Danke. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.